Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute haben wir eine etwas andere Unboxing-Variante sozusagen. Und zwar gibt es die Campus-Tüte. Das ist sozusagen eine Tüte vollgepackt mit ein paar Sachen, die man sich als Student, aber auch als Nicht-Student bestellen kann, die so einem theoretisch die Semester etwas versüßen sollen. Muss natürlich dazu sagen, dass das in Leipzig so ist. Also ich weiß nicht, ob das in anderen Deutschland. Städten... Ach, das ist in Deutschland. Also. Ganz Deutschland. Okay. Diese Tüten sind auch kostenlos. Man bezahlt nur den Versand. Und die haben meistens Aktionen, wo man eine Tüte bestellt und noch für einen Freund oder eine Freundin eine zweite Tüte noch dazu kriegt. Genau. Diese Aktion war diesmal auch der Fall. Und genau deswegen könnt ihr im Anschluss dieses Videos auch, wenn ihr sagt, euch gefällt das, was in der Tüte drin ist, so eine hier gewinnen. Wir schauen jetzt aber erstmal hinein, was denn da so drin ist. Und ich würde sagen, leg mal los. Also, da ist von bis drin. Ich schnappe mir natürlich gleich mal das, was am interessantesten ist. Und zwar... Ein Bierchen. Ein Bierchen, genau. Ich halte es mal, mach mal näher ran. So schaut das Bierchen aus. Und zwar, das, Bier? Das ist ein helles, wa? Ein Moserliesel helles, Abendbräumoos. Mit 5,3%. Kenne ich sogar. Ist ein leckeres, trinkbares Bierchen. Mhm. Bier ist doch schon mal gut. Gerade für Studenten. Dann gucken wir mal weiter. Hier ist noch ein weiteres Getränk drin. Und zwar ist hier von Nestea ein Eistee, weißer Pfirsich ohne Zucker. Sehr gut. Ohne Zucker, ein Eistee, also ein Erfrischungsgetränk, wenn man lernt. Und ich wollte gerade sagen, Zucker als Energie braucht, aber das ist ja ohne Zucker. Aber es erfrischt ja trotzdem. Aber trinken ist ja nie verkehrt. Das stimmt, trinken ist immer wichtig. Ne? Vielleicht beim Lernen nicht unbedingt Bier, aber... Verstehe es gar nicht. Wann lernen denn Studenten? Ach so. So, weiter geht's. Was gibt's denn da noch? Was für den Tino. Und zwar, wir haben ja einmal Tasty Donut from, was ist denn das? Bilou? Bilou, ach, ich glaube, das ist von irgendeiner YouTuberin. Entsteht unter einer Bibi Loves You. Pflegender Cremeschaum. Ja gut, ich sag mal, das ist jetzt wahrscheinlich eher was für die... Riecht man da schon was? Für die Östrogene der Studenten, aber... Wenn man gut riechen will, kann man das auch aus dem Mann nehmen. Ja, aber wenn das nach Blumen und... Das ist aber quietschesüß, hä? Ja, das ist also eher was für Frauen. Aber ist das dann Cremeschaum, Schaumlotion? Made with love and passion. Außergewöhnliche Düfte, die euch jeden Tag versüßen. Ja, wir können euch jetzt natürlich nicht sagen, ob... Also es ist wahrscheinlich in jeder Tür das Gleiche drin, aber auch die gleichen Geruchsrichtungen. Genau, Geschmacksrichtungen. So ein Käse. Sprühkäse. Ja, ob da die gleichen Geruchsrichtungen drin sind. Ich würde mit denen jetzt aber mal, das ist eine Lotion. Ach, das ist eine Lotion. Oh. Man hat das denn hier so auf der Hand. Ich dachte, das ist so Reinigung. Hier so Duschbad. Da steht Lotion drauf. Also ich habe jetzt hier so ein Schaumbatzen. Eine Schaumlotion. Ew. Das fühlt sich voll komisch an. Ach hier, okay, kommen wir mal. Die euch den Tag, außergewöhnliche Düfte, die euch den Tag versüßen. Und das riecht nach... Oh. Donut-fruchtigen Erdbeerzuckerkuss. Alter. Ich kann es gerade nicht einordnen. Du riechst gerade wie so eine Gummibärchentüte. Übelst, als hätte man eine Gummibärchentüte geöffnet. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder nicht so gut finde. Irgendwie, also ich mag es ja nicht, wenn es so extrem süß ist, aber das hat schon wieder irgendwie was. Hier steht, den fliegenden Cremeschaum gleichmäßig auf die Haut verteilen und einziehen lassen. Die cremige Schaumlotion sorgt für reichlich Feuchtigkeit und ein sanftweiches Hautgefühl. Das riecht aber wirklich, ich rieche jetzt wie ein Gummitierchen. Aber ist jetzt nicht verkehrt, weil da ist auch Sheabutter und Avocadoöl und Pantenol mit drin. Also ich sehe auch gerade, das ist vegan. Und ist vegan, also man kann es auch essen, wenn man nicht unbedingt Fleisch will. Schön auf Brot drauf, Erdbeer-Donut. Geschmacksrichtung Erdbeere, genau. Also wir haben gesagt, hast du das schon gezeigt? Nein, ne? Das noch nicht gezeigt. Ach so, seht ihr. Ich habe erstmal an meine Haut gedacht. Schaut. Einige von euch werden es bestimmt schon kennen. Ach, du musst ja als nächstes rein. Aber,
Ich finde es gar nicht aber so gut. Schlecht. Ich geh, riecht eigentlich gut. Du riechst echt nach Erdbeere gerade, das ist krass. Na und nach Gummitier halt. Nach Gummitier schon. Okay, dann nehme ich hier was raus, was ich persönlich auch geil finde. Kann man auf jeden Fall immer mit dabei haben. Und zwar ist das die gute alte Ovomaltine. Geil. Der crunchige Schokoladenaufstrich. Mega gut. Es mag auch den einen oder anderen geben, der es nicht mag, aber ich kenne die meisten, die es gut finden. Also ich finde, es schlägt halt Nutella um Längen, weil es schmeckt halt, es ist halt das Crunchige ist halt geil. Dabei, ne? Und es ist aus der Schweiz, ohne Palmöl. Ohne Palmöl ist sowieso gut. Mhm. Ja, auf jeden Fall supi. Nam nam. Das ist aber cool. Das finde ich richtig geil. Ja. So. Das Frühstück ist gesichert. Nehmen wir mal raus, das nächste Stück. Ja. Haben wir noch was für die Hater? Ne? Nein. Man muss es mögen. Ja? Wir sind auch nicht so die Energy-Trinker. Ich habe bisher in meinem Leben nur ein Energy-Getränk gefunden, sage ich mal, den ich gut fand. Aber das lag daran, dass der nicht so eklig, quietsche süß war. Richtig. Und ich finde halt so ein Red Bull oder viele andere Energy-Drinks, die riechen oder schmecken immer wie so ein Gummitierchenwasser. Es ist halt einfach nur, es zieht ja die kompletten Zähne zusammen. Aber sehr, sehr viele mögen es ja. Und ja, bringt halt vielleicht mal einen kurzen Energiekick eine an. Ich bin auch eher der Kaffeetrinker. Ne? So, weiter geht es. Und, lecker, lecker. Hier haben wir von der Firma Reese's, die amerikanische Firma, zwei Peanut Butter Cups. Mhm. So schauen die aus. Die, aus Erfahrung können wir sagen, die sind einfach nur mega prall gefüllt mit Erdnussbutter. Ja, die sind super lecker, aber da reicht auch einer. Ja, ich glaube, da hat einer bestimmt 10.000 Kilokalorien. Ihr könnt es euch ja mal kurz zeigen. Also da sind zwei Stück drin. Ja, aber... Und einer ist schon ganz schön groß. Und ich reiß da mal kurz rein. Das ist quasi außen richtig Schokolade und die ist nochmal... Nochmal schön gefüllt mit Erdnussbutter. Mit Erdnussbutter, genau. Und Karamell, glaube ich sogar, oder? Mhm. Ist das nur Peanut Butter? Nur Erdnussbutter. Mhm. Ja. Mhm. Die Erdnussbutter von Reese's, die ist halt mega lecker. Mhm. Die ist so richtig schön salzig. Aber ist halt sehr mächtig. Mhm. Also mehr wie einen kann man davon nicht essen. Ja. So. Ja. Man hat hier Papiere drin, ne? Mhm. Aha. So. Also, das ist... Das sind Long Papers. Long Papers. Mhm. Also... Für die lange Zigarette. Für die lange Zigarette, genau. Mehr sagt man dazu jetzt nicht. Wer kennt sie nicht? Ne? Werden sich bestimmt auch die einen oder anderen drüber freuen und auch mit Sicherheit einige Studenten. da hat man voll eine längere Zigarette und kann länger dran rauchen. Genau. So, mein Statement dazu, mehr sag ich nicht. Passend dazu haben wir hier auch noch das Feuerzeug. Man muss ja die lange Zigarette dann auch anzünden können. Ohne die brennt es ja nicht, ne? Ich habe gesehen, dass das Feuerzeug hat ja eine Doppelfunktion. Und zwar ist da noch ein Bieröffner. Ein Flaschenöffner hinten dran. Mhm. Funktionieren tut es auch. Und man kann es wieder auffüllen. Man kann es sogar auffüllen. Mhm. So nice. Praktisch. Wir können dieses Feuerzeug gerne dann fürs Kerzenanmachen nutzen zum Beispiel. Oder fürs Bier aufmachen. Oder fürs Bier aufmachen, genau. So, da kannst du nochmal. So. Das sieht aus wie... V. Ich weiß es nicht. Das ist ein Tütchen. Ich zeige mal das Bild. Mit weißem Pulver? Nein. keine Ahnung, da ist ein Löffel dran und man soll es irgendwo drin auflösen. Sieht man das? Hier so eine Tasse und hier so ein Löffel. Ist das Kaffeeweißer? Sechsmal. Oder, warte mal kurz. Das sieht aus wie so ein Ei. Richtig. Sechsmal kannst du das wohl verwenden. Es könnte tatsächlich Kaffeeweißer sein. V. Das sieht aber aus wie ein Ei. Mhm. Vielleicht finden wir hier drinnen dann ja einen Zettel, was ich da gesagt. Und das letzte, was jetzt hier in Nicht-Heft- oder Papierform drin ist, ist von Corny ein Energy-Riegel mit Guarana. Erdnuss, Kaffee und dunkle Schokolade. Koffein pro Riegel wie in einer Tasse Espresso. Also wenn man wieder vom letzten, vor der Prüfung nicht geschlafen am letzten hat. Tag nochmal nachbüffeln muss. So schaut es aus. Ja, ist ja auch interessant. Ja, cool. Mhm. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, ich nehme einmal das ganze Papier hier raus. Ja. Da ist nämlich auch ein bisschen Schriebs drin. Und da haben wir zum Beispiel von der AOK
Feel Good Food Harmonie geht durch den Magen. So ein Büchlein. Ach cool. Und ich schätze mal, hier sind, ja tatsächlich, hier sind Rezepte drin. Ne? Ach schön. Als Beispiel ein Walnussbrot, Schokopancakes mit Blaubeeren, Blaubeer-Schokomarmelade, Kresse-Basilikum-Pesto, ja, eine Leinsamenpizza. Ja, guckt mal. Okay. Da hat man so ein paar schöne Rezepte drin. Das ist doch eine interessante Sache. Kann man gebrauchen auf jeden Fall. Was haben wir als nächstes? Hier steht irgendwie unser Tipp für deinen perfekten Pour-Over-Kaffee. Keine Ahnung, das hat nochmal, da kannst du nochmal sparen. Ist ein Rabattcode, das ist ein Rabattcode für, oder von so. Melitta. Genau. Rabattcode Melitta Campus ist der. Ne? Könnt ihr ja auch nutzen, wenn ihr Lust auf Kaffee von Melitta habt. Dann haben wir hier noch drinne von My Eye, der Ei-Ersatz, der alles kann. Das ist wieder so ein fast wie so Veganer oder was? Okay, nur dass halt dann wie Ei ist. Das volle Ei immer universell als Ei. Achso, das ist halt quasi so ein, auch so ein Gutschein. Genau. Wir zeigen euch einfach mal so ein bisschen. Vielleicht kennt das ja von euch jemand. Ja. Dann haben wir hier XO, das ist von Bosch, so eine Mini-Bohrmaschine. Hier hat man auch 20% Rabatt. Nochmal mit dabei. Student S20 oder Students 20. Und da geht es hier feuchtfröhlich weiter. Ach du, was ist das? Hier haben wir irgendwas von Ferrero. Was ist denn das? Das ist irgendwie. Das ist ein Pulpchen. Eine bulgarische Rosen-Satin-Creme. So ein Mini-Pulpchen. Ein Sachet. Von der Firma Mika, wenn ich das jetzt. Oder Heimisch. Ich kann es euch nicht genau sagen. Okay, was hast du hier? Dann haben sie noch so ein Infomaterial von zum Beispiel hier Zen Shop. Das steht auch auf dem Feuerzeug drauf. Rundum gut informiert, halt hier Job Checkliste etc. pp. Ach, ne? Guck mal, dann haben wir hier noch von iamstudent.de noch ein komplettes Heftel mit Gutscheincodes drin. Die können wir jetzt gar nicht alle zeigen, das ist viel zu Ach, viel. Ach cool, dann haben wir hier, was sieht aus? Keine Ahnung. Ist halt viel Werbung, ne? Perucaville. Das Perucaville ist irgendein Festival. Festival, ne? Euer Ticket zum Abfeiern. Sichere dir für dich und deine drei Freunde Perucaville Tickets inklusive Penny Camp. Das ist ein Gewinnspiel sozusagen. Dann haben wir hier noch einen Gutscheincode für Level Up. Keine Ahnung, hier steht drauf, Energy Drinks waren gestern. Und zwar Level Up, das ist wohl irgendwie so ein. Ja, das ist hier so ein Pulver zum Anmischen, hat aber auch. Was mit Energy Drinks. Hier kommt jetzt noch allerhand. Ich würde sagen, das machen wir jetzt gar nicht mehr alles. Das sind einfach noch lauter. Genau, das können ja die Leute, die eventuell dann auch die. Das Gewinn. Genau. Die Campus-Tüte gewinnen. Sich mal selber anschauen. Genau. Ein Heftel ist noch drin, wo man nochmal so ein bisschen erklärt kriegt, wie man sich dann bewirbt, finanziert, was das Studieren angeht. Und ich sehe gerade, hier ist auch noch ein Produkt oder zwei Produkte drin, die haben wir noch übersehen. Was denn? Die sind auch auf so einem Zettel und zwar sind hier noch zwei Tees drauf. Ja. Was ist mit Tee? Diese da. Und zwar von Mesmer. Mesmer mögen wir ja gerne. Italienische Limone und türkische Apfelfeige. Apfeltee ist ja recht lecker. Ja. Limone weiß ich jetzt nicht, ob das so meins sein wird, aber man kann es mal probieren. Genau. Ja, cool. Ist auf jeden Fall allerhand drin in dieser Tüte. Und das für. Nichts. Eigentlich für nichts, bloß für Versandkosten. Ja, wie gesagt, man bezahlt dann Versand. Das ist natürlich je nachdem, wo man wohnt, in welcher Stadt, ist das immer so um 1 Euro ungefähr unterschiedlich. Wahrscheinlich kommt es darauf an, wo die ihre Lager haben und wie weit es dann zu versenden ist oder so. Und hey, Ovomaltine, ja, Freunde? Ich glaube, das Glas alleine kostet schon, weiß ich nicht. Also es ist auch schon recht teuer. Ich glaube, das. Also lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, man bezahlt nur den Versand und meistens kriegt man sogar zwei Tüten. Ja. Und also 2 Euro Maltine. Ja, richtig. Und zweimal nach Erdbeere riechen. Aber es riecht immer noch so krass. Das riecht aber, es geht, ne? Angenehm eigentlich. Ja. Dann, wir sind mal gespannt, was ihr von dieser Tüte haltet. Und wie gesagt, eine könnt ihr gewinnen. Na? Was ihr dafür tun müsst, steht wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, nicht wahr? Oder Tag oder wann auch immer ihr das Video guckt. Und bleibt dabei. No? Lasst uns einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare.
Wir bleiben weiter für euch da. Und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Dann. Macht's gut. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.